Ja, Ich zum bin zu Spaß. weit weg. Ja, ich mache eine Dings. Ich mache jetzt Nein? eine Achso, der René macht große, eine. Okay, es wird eine eine kurze große Runde werden. Rast. Weil der René wäre auch ein Kandidat, weil er eh zweimal keinen Schaden Ja, nimmt, wenn er genau, weil ich die angegriffen wird. Rüstung habe. An und für sich hätte ich auch, wie schon gesagt, nicht wirklich was dagegen, mich da jetzt vorne hinzustellen, aber ich muss auf jeden Fall jetzt Rast machen, dann habe ich fünf Karten in der Hand. Puh. Das wird heftig bei mir eigentlich. Ja, Aber wird der es. Tink, der Tink, oder Ja, der es Tinkerer werden noch, holt. ja, es werden nämlich noch zwei, drei Räume kommen. Der Tinkerer könnte die Karten zurückholen, oder? Ja, ich kann meine Karten, die Lost Cards, kann ich auch zurückholen. Jetzt werde ich in den Die Karte, nächsten mit der ich das kann, Runden. ist bei mir gerade discarded. Aha, okay. In den nächsten Runden werde ich einige Lost Cards erzeugen und mir dann selber zurückholen. Also, sag mal ganz offen, wenn jetzt niemand wirklich was, ach, nur für die Münze zwei Karten hier geben, ich kann da nichts Sinnvolles machen in dieser Runde. Ich auch nicht, ich erreiche die Tür nicht. Naja, ich kann mich nicht mal wirklich näher zur Tür hinbewegen. Und um ehrlich zu sein, ich erreiche die Tür nur in der nächsten Runde, wenn dieser Platz hier, wo die Münze ist, sie liegt zufälligerweise dort, aber dort müsste ich stehen, um die Tür zu erreichen. Ja, genau. Nein, sorry, ist Oh, so. so Sorry. arm. Müssen wir uns die Münze holen? Na gut. Ja, Also ich komme später dran, ja. wenn ich zwei Attack ausführen, also ich wenn habe ich zwei Schaden nicht ausführen kann, kann ich die Karte einfach auf den Pile legen und das war's, ne? okay. Also folgenden Plan. Wir haben einen Plan. Ich habe einen Plan. Obwohl ich bin früh dran. Okay, vergiss meinen Plan. Was für einen Plan hattest du? Vergiss es. Ich deck mal auf, ich hab 29. Warte, ich habe noch nicht genug. Ich deck die Guard auf, ich deck die Guard auf. Nachdem ich eh nichts mache, diese Runde. Wo ist die Guard eigentlich? Da liegt ja nirgends mehr was drauf. Achso, die ist Wir ja sind da alle hinten. Ach tot. Gott, ich bin so dumm. Wir waren sauber. Wir haben Ja, das anständige Arbeit stimmt. Wir haben geleistet. vollständige Arbeit geleistet, das stimmt. Du liegst, René, du müsstest auch noch deine Karten hinlegen. Ich habe René keine macht Karten, ich Long mache eine Rest. Long Rest. Okay, dann drehen wir um. Ich habe 15. Ist das erste dran mit 15? Ja? Na gut, dann fahre ich einfach daher. Du Und nutzt die untere Hälfte von Chief von Bash für zwei der Movement. mhm. und die andere lasse ich verfallen. Kann nichts machen. Und du nimmst die Münze und discardest beide Karten. Genau, so ist es. Arg. Ich bin als Nächster dran. Und als Nächstes mache ich eine Short Rest. Oder wann sage ich das? Noch nicht jetzt, ja? Nein, wenn dann alle anderen ihren Zug abgeschlossen haben. Okay. Ich nutze die untere Hälfte von Net Shooter für Movement 2 und gehe auf die Münze. Dann lasse ich die obere Hälfte von Hook Gun verfallen. So, dann Ihr wart bin wirklich ich nicht allzu dran. viel. Nee, das ging schnell. So, ich bewege mich um 4. Das heißt, ich hüpfe da mal auf das zweite Wasserding drauf. Naja, du standest ja wirklich im Nirgendwo. Boah, das ist viel Movement, das du brauchst, Michi. Und dann heile ich mich um 4 und erzeuge Natur Energie. Wir sollten wirklich die Tür öffnen nächste Runde. Ja, Naturmagie, Naturmagie. Wir alle lieben Naturmagie. Gut, und ich mache als letztes, ich nehme meine Karten wieder in die Hand. Achso. Du suchst eine aus, die Ja, du verlierst. und ich hau die da Aber wenn ich nur mal eine weg. Karte auf der Hand habe, fällt mir gerade auf, muss ich eine Long Rest machen, ne? Oder Shortrest. Oder jetzt Du eine musst aber Short rasten. Rest.
Ja, du kannst Ja, dir jetzt dann überlegen. liegt zufälligerweise eine Karte weg. Richtig, ja. Ja. Aber dafür hast du den Vorteil, dass du den nächsten Zug voll nutzen kannst. Mit Long Rest würdest du den nächsten Ja, Zug dann einfach umstehen. ich mache auch eine Short Rest, das heißt, ich Mann, oh drehe den Mann. um. Muss ich ihn mischen? Ja. Ja. Am geschicktesten ist, du schaffest ihn Ja. und jetzt drückst du die Taste 6. Das heißt, 6 von den 7 Karten nimmst du auf die Hand. Ich such du dir die aus. Und die eine, die da liegt, das ist die, die wegkommt. Die schaust du jetzt an. Wenn du die unbedingt haben willst, warte, Michi, du hast immer die Option, dass du die nicht verlierst, sondern eine andere auch zufällig verlierst, aber dann verlierst du einen Lebenspunkt. Also wenn du die auf keinen Fall verlieren willst, dann nimmst du die auf die Hand, legst die 6, die du gerade genommen hast, wieder auf einen Stapel, schaffst den Stapel wieder und drückst dann die 5 und die Karte, die du dann wählst, die kommt auf jeden Fall weg und du verlierst deinen Lebenspunkt. Ja, na, das Ding ist das Jump dabei, ne? Ja, das ist sehr wichtig. Also ich würde den einen Lebenspunkt nehmen. Vor allem, wie gesagt, die haben noch sehr viel Heilung parat. Ja, ich hab sonst keinen Jump mehr, ich Gerade muss das nehmen, ne? die Karte behalten. Okay, wie ziehe ich die wieder raus aus meiner Raus. Hand ab? Ja, Alle? das ist aber so mühsam. Ich fürchte, entweder, ich weiß nicht, ob man sie alle markieren kann, wenn du sie einrahmst, sonst siehst du sie einzeln auf dem Stab aus. Warte, ich mach's so. Du musst halt merken, die eine Karte darfst nicht rausziehen, die du auf der Hand hattest. Jetzt die, welche die eine Karte auf der Hand? Die eine Karte ist die, die nicht wegkommen soll. Genau, die eine ist nicht bei denen dabei, die potenziell jetzt wegkommen. Die du auf der Hand hattest, Irgendwie. die behältst du auf jeden Fall, ja. Mann, was ist jetzt los? Oh mein Gott. Schaut hübsch aus. Wie machst du das? Was mal da? Die mal und nehme, ziehe einfach eine raus. Ja, oder du drückst 6. Wieder 6, ne? Richtig, ja. Na, es sind 6 Karten, dann bist du 5. Es sind 7 Karten. Sind aber interessanter. Ich habe eine schon auf der Hand gehabt. Na, Warte mal. stopp mal, stopp mal. Eine davon hattest du auf der Hand, das musst du dich Ja, erinnern, welche das genau. ist, nimmst du wieder auf die Hand. Außerdem, warte, du beim ersten Mal zufällig gezogen hast, du jetzt natürlich auch auf die Hand, die ist nicht mehr Müsste, dabei. pass auf, das müsste jetzt die Die kommt letzte jetzt auch gewesen auf die sein. Hand. Die kommt auch auf Nein, die das Hand. waren nicht die, weil ich habe schon geschaffelt. Moment. Na super. Achso, die Search-Funktion geht ja bei dir nicht. Okay, der Michi wird das mal hinkriegen. Das ist seine Short Rest. Warte mal. René, deine Long Rest ist abgeschlossen, Ja. ne? Ja. Ich Du habe hast auch eine zwei von meinen Lebenspunkte genommen. Karten. Nein, du warst auf Nein, ich Maximum. war auf Maximum. Ich habe Und eine dein von meinen Invisibility Karten. Cloak kannst du wieder aktivieren. Nein, die Nein. könnte ich nicht aktivieren nach einer Long Rest, weil die ist Ah ja, discarded, als ich sie stimmt, die ist ganz eingesetzt habe. weg, ja. Möglicherweise werde ich sie nachher irgendwann mal einsetzen. Die zwei Karten, die ich da oben habe, die sind zwar irre nett, aber die verringern mein Deck noch einmal So, warte, gewaltig. ich muss mir jetzt auch überlegen, ob ich ein Short Rest brauche. René, Ja. René, was ist das für eine Karte hier, wo ich meine Hand drüber habe? Das, also das sind sind meine Karten, die ich irgendwann nochmal in mein Angriffsdeck reintun kann. Ach so, okay. Äh, Ich ich mache sehe. auch noch eine Short Wollte Rest ich. übrigens. Alles klar. Ich habe 9 Karten im Discard-Pile. Ich hab da welche, die Energie erzeugen können, die ich reintun kann. Du hast 9 was? Du hast 9 Karten im Discard-Pile. Ich habe nicht einmal so viele Ja. Karten insgesamt. Ich mache eine Short Rest. Das heißt, ich werde alles umdrehen. Ich werde mir Ah, die noch Karten Items haben sich aber die dadurch Hand nicht nehmen. repariert. Ich verliere ein Leben. Ja. Ja, genau, Und Michi. was ist das? Was kann die? Wir haben jetzt gerade grüne Energie produziert, gell, in dem Zug. Dann weiß ich wenigstens, welche Karte ich als nächstes spielen werde. Hat jeder seine Shortlist gemacht? Deine ist noch im Gange, Shortlist, ne? Moment. Ja, ich habe auch genau. Ich habe auch.
blöderweise genau die Okay, Kampfkarte, die ja, wichtig also ist. ich habe die, die ich zufällig gezogen habe, jetzt dann doch verloren. Nicht sehr glücklich drüber, aber das sind andere, die mir fast genauso weht. Das will ich nicht riskieren, also ist die weg. Wo ist die Karte, die du vermisst, Andi? Ich vermisse keine Karte, passt schon. Also das hat er nicht wieder. Doch, doch, die tut mir schon weh. Du Die hast nämlich behalte im, ich. du hast im Discard-Pile noch eine Karte liegen. Genau, die will ich behalten. Und die anderen, die werde ich einfach noch einmal werde einen Lebenspunkt hergeben. Genau, das drehe ich jetzt um. Und jetzt nehme ich mir da 7 Karten raus. Und die gehört jetzt auch mir ein Lebensbericht her. Und die Karte kommt weg. Und die schaue ich mir jetzt auch noch an, was die kann. Ja, was soll's. Die ist jetzt weg. Und ich habe einen Lebenspunkt weniger. Habe ich das schon gegeben, oder? Nein, du hast Nein. jetzt. Ach Ja. schon, habe ich da nicht, oder? Sollte jetzt 7 mal haben. Dann haben wir. Okay, jetzt habe ich's. Ich habe einen Plan, ich werde die Tür öffnen mit frühen Bewegungen und mein Decoy Wollen wir das noch heute machen oder schon das nächste Mal dann? Wir können ja auch mit dem Zug aufhören. Er will unbedingt den Raum aufmachen, dass wir einen Herzinfarkt bekommen. Genau, ich will diesen Raum sehen. Ich Okay. kann mich auch nicht mehr erinnern, wie er ausschaut, ich sage. Oh Gott, dann haben wir zweimal Adrenalinstoß. Jetzt und in einer Woche. Ja, genau. Nein, seid ihr noch dabei, ein paar Minuten? Ja, das passt schon. Wie lange läuft dein Video noch, René? Oh, so lange wie es halt läuft. Aber ich habe Nein, meine ich meine, Karten schon ausgesucht. bei wie vielen Minuten bist du? Bei 12. Okay, dann machen wir noch circa 15 Minuten, weil das ist dann für dein Video auch eine angenehme Hm, Länge. das ist okay. Nachdem sich das sowieso keiner anschaut, ist das vollkommen egal, ob es mal 40 oder nur mal 20 Minuten ist. So sehe ich So. das. Retaliate geht nur für Leute, die mich direkt angrenzend angreifen, oder? Ja, gegen Fernkampf geht Nicht es nicht. für Fernangriffe. Okay. Ich werde später dran sein. Also ich versuche auch eher später dran zu sein, weil ich möchte, dass die Tür offen ist, Ja, damit ich ich da auf gehe irgendwas heim. Also ich draufschießen werde diese kann. Tür öffnen, außer ich habe mich wieder verzehnt. Moment. Du wirst zweimal gehen. Einmal gehst hin und dann gehst du wieder weg, oder wie? Nein, ich gehe nur hin und dann knall ich meinen Decoy in den Nachbarraum und das übers Weggehen mache nächste Runde Gedanken. Mhm, okay. Das ist der Plan. Das ist nicht gut. Na dann. Wir werden uns alle gegenseitig so im Weg stehen da vorne. Ich sehe das jetzt schon. Gut, wir warten noch auf andere dann. So, warte mal. Die werde ich mal spielen und dann schaue ich jetzt noch, mit welcher ich mich bewege. Also es macht einer die Tür auf und ich werde es nicht sein. Ich Das mache ist sie wahrscheinlich. recht früh auf, ja? Hartmann, was Okay. ist mit der Guard-Karte? Gehört das gemischt irgendwie in der Pile? Nein, gell? Nein, da war kein Mischsymbol dabei. Okay, passt. Passt, passt. Also, dann nur mal, was ich für Bewegungskarten habe. Ja, tatsächlich ist das auch bei mir ein bisschen ein Problem mit den Bewegungskarten. Ja. Jetzt gleich. Ich blätter gerade in den Regeln, jetzt dann einfach die Karten auf Initiativen, wenn es soweit ist. Ja, wir warten auf Mandy. Ich werde eher später dran sein diesmal. Und warte mal, ich habe die untere, jetzt muss ich nur noch die obere. Rechne mal damit, dass du mit der Oma nichts machen kannst. Außer ich habe einen Fernangriff, Genau. dann nehme ich die mit Fernangriff. So. Und ich bin fertig. Passt, Ja, was dann machen wir drehen wir mal jetzt? um. 85. Also ich bin bei 70. Gut. Warten wir es bei Mal 28. 87 ist wirklich recht spät. Dann deckst du mal auf. Ich bin auf 61.
Passt. Gut. Na dann, Hartmann, tu dein Schlimmstes. Ich verwende die Unterhälfte von Sunshot, das ist erste Karte, mit Movement 4 und gehe genau auf die Tür drauf. Ja, und Summon Decoy, klar. Keine Die Tür schlechte kommt Sache. weg. Oh, die Tür, da die Tür. Einfach weg, die Tür. Also ohne wir müssen wissen, wo wir durchgehen. Stimmt, lass die Tür dort, wo sie ist. Ja, die Tür zeigt an, wo jetzt der offene Eingang Ja, ist. genau. Ach so, na gut. Ich habe quasi eine offene und eine Schön. geschlossene Seite. Ich hoffe, das stimmt, was da steht. Ich schaue nochmal beim Szenariobuch. Das schaut eigentlich gar nicht so schlimm aus. Das sind lauter Ja. Graue. Bandit Ah, nein, das Archer. ist auch eine Elite-Artillerie. Ja, das sind Das zwei sind zwei Artillerien. Artillerien. Wo ist die zweite Artillerie? Beide Ecken. Sehen. Achso, die zweite Ecke sehe ich von meiner Und Position aus Archer auch nicht. noch. Die behaken Obere mich ja und wie die untere. Bösen. Okay, Na, du hast ja eh einen Decoy, den du ich reinstellst. zauber jetzt den Decoy davon. Wenn da jetzt eine Falle oder irgendwas gewesen wäre, hätte ich so alt ausgeschaut. So, wir haben einen Elite Archer 1 mit dem Was haben bedeutet die das, diese Elite-Artillerie? Elite-Artillerie. Wir haben 9 Missilien. Artillerie 3 und 4. 9. Aber das ist schön. Wirst du dich dazwischen, gleich hinter den Dings, hinter den Tinkerer stellen oder gehst du gleich in den Raum rein? Gewonnen. Bandit Archer Elite 1, Bandit Archer. Bandit Archer. Hast du von mir gesprochen? Ja. Was habe ich vor? Ich Ich weiß habe es nicht, du einen bist auf fernen jeden Fall Griff. von uns als nächster dran. Das Es ist ist auch das geil. bist du Hier dann. gibt es einen Bandit Archer Elite 1 und Bandit Archer 1. Das heißt, ich lege den trotzdem den schwarzen einfach zu dem Archer dazu. Und wir wissen, okay, das ist einer von den beiden. Der hat 5 Leben. Check. So. 1, 2, 3. Ich kann leider nicht so weit reinlaufen, dass ich Die Schwarzen sind über den eigentlich Decoy für. drüber Hä? komme. Ganz kurz nur. Die dunklen Counter sind vorgesehen für den Standardtypen und die hellen für die Elite. Das wir Ja. nämlich auch gleich auf ersten Blick erkennen, wenn wir da auf die Monsterkarten schauen, ob das eine Elite oder ein Standard ist. Also ich komme leider nicht in den Raum rein, weil der Decoy da steht. Das heißt, ich kann Warte mich mal. nur. Ich kann Sind mich ja nicht mal hinter. vier. Das Problem ist, ich bewege mich auch nur vier Felder. Ich komme auch nur Warte bis zum mal. Decoy. Entschuldige. Das ist jetzt eine interessante Regelfrage, ob nämlich das Aufdecken der Karten kommt, bevor ich meine nächste Karte spiele, also ob ich mich noch entscheiden kann, ob ich meinen Decoy überhaupt spiele. Wenn ich zum Beispiel erkennen sollte, dass der Andi, bevor die dran sind, in den Raum reinstürmen kann und den ganzen Schaden tankt, den ich, aber das wird er eh nicht machen. Wurscht, ich mache den Decoy einfach, ich verstelle euch da den ganzen Weg. Ja, Ja, du das tust verstellst du ihn jetzt wirklich. wirklich. Nicht nur dem Es Andi, ist, sondern die auch Idee war mir. gut, aber doch nicht gut, ja. Ja, ich habe auch nichts, was uns da erwartet in dem Raum. Vor allem, es wäre toll, wenn du den Decoy nicht hinstellen 1, 2, würdest, 3, weil 4. dann könnte Okay. ich nämlich eine Bombe werfen. Na, dann schaue ich wirklich kurz in den Regeln noch nach, wie das ist mit Türen öffnen. Ihr könnt ja Weil, vielleicht auch in den aber Regeln Hartmann, schauen. hättest du den Decoy gehalten? Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5. Weil die Artillerie erreicht dich nicht. Naja, das weiß ich eben nicht, bis ich Ihre Karte sehe. Deswegen möchte ich auch Ach so, erstmal ja, noch sorry, du nachschauen. bist, ja. Das dauert, entschuldige, jetzt 1 oder 2 Minuten. Der Archer wird dich auch treffen, ja, das ist blöd. Alle würden mich treffen. Der Tinkerer würde ihn haben. Der muss sich dann eigentlich schleunigst aus dem Weg oder so. Naja, das ist die Frage. So, ich blätter gerade kurz in den Regeln. Tür öffnen. Sechs Leben. Glaube, die Aktionskarten werden gleich Ah, aktiviert. warte mal. Ich hab schon, ich hab schon. Irgendwann haben wir gesagt.
Revealing a room. Bla 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 bla. Ah, okay. Once everything is placed in a new room, any present monster types without an action card should have one drawn for them now. Once the revealing character's turn ends, the initiative values of all monsters in the new room are reviewed and any monster type that has a lower initiative und so weiter, das kennen wir schon. Das ist nicht ganz eindeutig, aber es klingt so, als ob sofort die Karten gezogen werden, ja, und dann erst schließt der Spieler seinen Zug ab, wenn er ihn noch nicht abgeschlossen hat, was in dem Fall sehr wichtig wäre, wenn es so das wäre. stimmt, weil es kann ja sein, dass er auch ein Schild hat, der NPC. Ich Also im denke, Wesentlichen warte ich mit der Entscheidung, ob ich meinen Decoy wirklich aha, spiele ab, dann bitte was für mach den Karten die Decoy Monster nicht, weil ich ziehen. würde mich da vorne hinstellen. Na, warte mal, wenn die Aber Monster. es hätte eine Logik, dass es so ist. Ja. Du musst erst einen Überblick verschaffen in der echten Situation Das und Spiel entscheiden, was du hat tust. mit der Realität sehr wenig zu tun, das Ja. ist sehr abstrakt. Aber Also nein, 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 ja, nein, aber nein. es Also passt. ich muss ehrlich zugeben, das ist die Realität. Ich meine, hier rennen Typen rum mit großen, dicken, fetten Hörnern. Am Warte, das sind jetzt die Kopf. Karten, die wir gezogen haben, die da liegen. Ja, das sind die, was wir gezogen haben. Die einzige Karte, was nicht fix ist, die ist noch von der vorigen Runde. Hat die überzogen oder bleibt die liegen? Nein, wir ziehen eine neue Bandit-Karte. Eben, denke ich mal. Hätte ich auch so gesehen. So, die haben Poison, 15, das heißt, die sind sogar Shield, schon gleich dran. Attack 0. Sie haben kein Movement. Und das ist. Das ist Was, Sie haben kein Worms? Movement. Die Guards haben kein Movement. Die kommen nicht zu mir hin. Wie kommst du drauf, dass sie kein Movement Weil haben? es nicht Weil da draufsteht. unten. Wieso? Sie haben ja von Haus aus Movement. Ja, aber sie machen nur das, was auf der Karte draufsteht. Das ist, du musst dir vorstellen, wie die obere oder untere Hälfte von einer unserer Karten. Auch wenn sie Movement zwar haben, nutzen sie es in der Runde nicht, wenn es nicht Okay, so draufsteht. wie oben Normalerweise bei der steht es immer Archer drauf. plus 0 zum Beispiel. Das steht Move plus 0, wenn sie Ja, verstehe Movement schon. haben. Genau, ja. Das heißt, sie können sich mit normaler Reichweite, mit normaler Das Bewegungsreichweite perfekt. bewegen. Noch ein Grund mehr, Warte, dass warte, du. warte, stopp, dass ich den Decoy nicht spiele. Weil die Ja. Archers erreichen mich zwar, Moment. Aber sonst niemand, oder? Ich bin nicht in Reichweite. Doch, die Kanone erreicht mich auch. Wieso? Achso, was hat die Kanone für einen Reichweite Wert dann? 5. Aber 1, 2, Ja. 3, 4, 5, ja. Aber wieso? Es stürmt ja jemand vorbei, Hartmann. Ja. Vorher nicht. Ja, aber erst nach Archers. Die Archers haben 29. Die Kanone hat 71. Da ist vorher jemand im Raum von euch. Naja, ich Wenn komme der bei Decoy nicht 70 da steht, dran. Das würde ich mich Problem da ist, Andi, hinstellen. ich würde dich sogar bitten, dass du mich reinlässt. Wobei ich dazu sagen muss. Na, der Andi hat Shield 1. Ja. Ich habe Shield 1 und ich habe eine Bombe. Okay, ich spiele den Decoy nicht. Na, warte mal, warte mal. Was wird das Baby machen stattdessen? Wenn man da reinstürmt, was machst du dann? Machst du Was nicht auf würdest alle du, schauen? Machst du nur Belviva, auf was einen würdest du schauen? machen? Was? Was? Ich? René? Also ich würde gern die vier den meinen Pflanzenschaden machen auf die Kanone da hinten. Da müsste ich aber hier stehen. Allerdings, ich muss zugeben, ich wäre ziemlich fies. Ich würde meine Invisibility Cloak möglicherweise aktivieren. Nein, Was wärst du. Ja, vor allem eins, warum nimmst du nicht die Vierer? Ja? Hm? Nimm die Vierer, Vierer Movement Ja, das würde ich machen. und Attack 3, Range 3, Target 3. Also du kannst drei angreifen mit drei Schaden jeweils, plus zwei Schaden sind fünf Schaden. Das heißt, du kannst alle die zwei, den einen Archer Ja, und zwei stimmt. Bandit Guards angreifen auf einmal und du bist invisible. Das heißt. Das ist wirklich brutal, ja. Das wäre brutal. Das bitte mach. Und dass die Stimmt, ich Karte denke des die drei. Lost ist, stört dich überhaupt nicht, weil du Nein. planst Nein. ja jeder eine Also Lost-Karte, was eine von sie den Karten soll. brauche ich im Discard tatsächlich. Für das, was ich vorhabe. Aber also ich hätte sowieso beide von den beiden würde ich verlieren. Okay, also ich mache Folgendes. Ich bin zwar. Aber nein, ich weiß schon wieder, warum ich das andere machen wollte, weil wir Pflanzenenergie haben. Und Und ich kann mit dem weiter. anderen auch zwei angreifen, zumindest.
Du kannst nirgendwo Pflanzenenergie nutzen. Das Doch. Weil, da ach so, zeugst nein, du. es macht Pflanzenenergie. Dann kreiert Ja, sie wieder. ich bin so dumm, ich bin so dumm. Es tut mir leid. Mach dir Andererseits, Fire-Orbs. Mach dir ja, ich Fire-Orbs. mache die Mich hat recht. Fire-Orbs. Ja, Okay, also perfekt. es ist fix. Ich werde die Decoy-Karte nicht nutzen. Ich werde sie discarden. Ich nehme die obere Hälfte überhaupt nicht. Und mein Zug ist abgeschlossen. Und ich Passt. gas ihn dann. Ich überlege tatsächlich, Nein, die Archer sind dran. ob ich die Kirok gar nicht verwende und die zwei Schaden nehme, damit diese Karte auch lost ist. Die Nein, es sind Frost Armor. die Guards sind dran und das ist sehr gut. Ne, die Guards machen nichts, weil sie stehen bleiben. Genau. Die machen gar Ja, du hast nichts. recht, Michi. Ja. Ist aber auch sehr gut so, weil Dann kommen somit die verlieren sie Archer. ihr Poison. Dann sind. Nein. Nein, stopp, halt, schade. Wir haben auch 29, Ja, der ich habe Michi auch ist vorher. 29 und bin vorher dran. Ah ja, okay. So. Jo, also ich werde mich 4 bewegen. 1, 2, 3, 4. Ja? Ja, schaut schon mal gut aus. Braucht irgendwer Heilung? Nein. Ich brauche Heilung. Wie Also viel ich bin Schaden hast du? unterhalb, ich habe 8 statt 10. 7 statt 10 habe ich. 7 statt 10. Und ich Na, gehe ich nachher auf könnte. die Bomben. So viel Erdenergie. Okay, passt. Dann heile ich dich jetzt einfach auf, okay? Danke. Ich krieg 2, oder? Du. Ja. Plus 4. Richtig. Aber Plus 4. du hast ja nur dein Maximum. Du kannst nicht über dein Maximum gehen. Achso, ich kann nicht auf 11. Ich kann nur Nein, auf du 10 kannst nur kommen. auf 10 wieder rauf, ja. Hier. Gut. Danke. Übrigens, Michi und für alle. Die Leather Armor dürfte wirklich so sein, ich habe es nicht fix gefunden, aber es dürfte wirklich so sein, du darfst bei einem beliebigen Angriff entscheiden, ob du sie nutzt. Also sie, du musst sie wirklich nicht in deinem Zug nutzen, sondern passiv, wenn du angegriffen wirst. Und bevor der Angreifer eben seinen Attack Modifier hat, bestimmst du, jetzt nutze ich diese Rüstung. Dann hat er Disadvantage. Dann Bevor zieht dies, seine genau, bevor er Karte. die Karte Okay, zieht. Dann hat er ein passt. Gut. Disadvantage, zieht die zwei Karten, je schlechter wird genommen, du tapst die Karte und das war's. Alles klar. Steht da jetzt wirklich jemand? Brackhart hat sich da hergestellt. Ja, ist so wurscht, oder? Okay, gut. Wen stört das? Ich habe mich nicht bewegen können, weil Spellbriefer kommt hierher. Und ich komm halt nicht in den Raum rein. Ich muss da stehen bleiben, wo ich stehe. Ist aber okay, ist so. Naja, warte mal. Der Michi hätte sich auch noch hierher bewegen können. Ja, kann ich auch machen. Weil da kann er auch heilen. Und braucht Ja. halt länger in den Raum hinein. Was ist denn lieber? Ich Naja, glaube, wir ich machen es habe so, weil der einen. Andi hat einen Angriff, den er ausführen will. Ja, okay. Was? Weil ich kann eine Bombe auf die Artillerie werfen. Von hier? Nein, das Hier. bezweifle ich. Nein, du hast Reichweite 4. Schau mal, 1, 2, 3, ich gehe, stehe dann hier. Dann kann ich 1, 2, Ja, 3, schon, 4 aber da werfen. will ich stehen. Da willst du stehen. Ja, Okay, da wenn muss ich da nicht der René hinstellen. braucht das für Nein, nein, seinen stimmt schon. Wenn Superangriff. ich hier stehe, habe ich trotzdem einen Fernangriff und kann den hier angreifen. In Ja, Reichweite 4. nein. Bandit Guard, Okay, der gut, kommt, weil alles den kann klar. ich nicht angreifen. Was? Welchen Also ich Bandit kann Guard? ihn schon, den Bandit Ich Guard kann hier. Fernangriff, wenn ich hier Den stehe, Bandit habe ich. Archer kann er angreifen. Den Also Bandit Michi. Guard kann er nicht angreifen. Doch, ich habe Reichweite 3. Ich kann Bandit Guard 4 Ich glaube, da angreifen. ist Line of Sight, bin mir nicht ganz sicher. Oh ja. Doch, doch. Leute, ganz kurz, warte mal, Ja, warte mal. Line of Sight ist gegeben. Achso, wenn du dort stehst, okay, Wenn dann passt. ich mich da herstelle, hierher, Okay, ja. dann kann ich den Ja, hier Line of Sight angreifen. passt, ja. Ja. Ja, weil das Problem bei dem ist, nämlich den kann ich nicht angreifen, weil ich dann Malus habe. Ich werde die drei Typen angreifen, den Bandit Archer Hast du 1, den was? Bandit Guard Warte 5 mal. und den Bandit Archer Elite 1. Ja, und der Vierer wird einfach zweimal angegriffen. Ist doch auch nicht Also schlecht. ich werde ordentlich Schaden einstecken, das weiß ich jetzt schon. Wieso? Weil Ja, ich weil die angegriffen werde, Archer weil ihn der René angreifen. invisible sein wird. Ah, Und okay. weil ich invisible bin. Wobei ich überlege, dass ich tatsächlich nicht invisible bin, weil ich Ja. würde ganz gern meine Frost Armor in den Lost-Stapel Ja. bekommen. Das heißt, Wird auch dass ich Sinn drei machen. Ja, Angriffe weil einstecke. du würdest dann sowieso nur dreimal angegriffen werden. Das ist gar nicht so schlecht.
wenn du das machst? Weil es sind eh nur drei Ich Angriffe. würde zweimal angegriffen werden, und zwar von den Kanonen. Dreimal. Von dem Bandit Archer 1 nicht? Nein, weil die Archer kommen vor mir dran. Die sind Ah jetzt ja. dran. Ist. Ja, alles klar, ja. Nein, das klingt ja. Ja, also ich würde die zwei Schüsse von der Kanone abkriegen. Dadurch sind die zwei Karten, die jetzt bei mir oben liegen, beide im Ablagestapel bei mir, was ich gut finde. Das heißt, ich kann sie dann übernächste Runde wieder Ja, verwenden. René, das ist perfekt. Das ist wirklich perfekt. Perfekt Weil weiß dann ich nutzt nicht, du, aber es ist nein, auf jeden doch, dann Fall. nutzt du auch deine diese eine Karte, die dir alle Lost Cards zurückbringt, Ja, nutzt du dann wirklich optimal, ja. ja. Nein, das tun wir wirklich um den René herum, unsere restlichen, die wir aufbauen. Das Euch Problem ist ist, aber ich schon müsste. klar, Was? im wirklichen Leben hätten wir nicht so viel Zeit zu überlegen. Ja, das ist klar. Gut. Ja. Wir kämpfen hier schon seit Stunden. Okay, ich stehe jetzt da. Gut. Ich würde sagen, der Andi zieht jetzt einfach seinen Zug da nach vorne. Ja, genau. Danke, dass du das für Und mich machst. bitteschön. Und du greifst jetzt einfach den Bandit 4 an. Genau, und zwar Range 3, Attack 3. Ich ziehe eine Karte. Einmal, so. Oh, nicht den ganzen Stapel. Ach, ich lasse es. So. Ein bisschen mühsam. Ja, so, und jetzt umdrehen. Plus 1, das heißt, Also ich mache ihm fünf 4 Schaden. Schaden. Und so Machst du 5. mit der Kanone? Achso, der hat Shield, oder? Nein, das ist Er hat keine Shield Elite. 1 Keine auf seiner. Elite. Aber er hat Ja, es aber auf er hat seiner Shield Karte. 1 auf sein Ka auf der Ja, Karte. stimmt, ja. Okay, das heißt, ich Stimmt. mache ihm 3 Schaden. Ja, so sehe ich es auch. Das ist A4, das ist der hier. Der ist dann jetzt quasi auf 1. Der hat nur noch ein Leben, Leute. Der war nur auf 4? 5 war er. Aber du Achso. hast ihm 3 Schaden gemacht. Der hat 2 Leben. Alles gut. Er hat aber 6, er muss 6 Leben haben. Bandit Guards, nicht Elite, hat 6 Leben. Er war auf 5 5, eingestellt. warte mal, ich habe da, Er hat nein, 6 ich habe, Leben, genau. ja, aber das ist verwirrend, nein, Stufe 0, auf welchem Level spielen wir es? Wir spielen auf Level 1. 1. Auf 1. So, okay, dann hat er, ja natürlich, dann hat er Okay. 1 mehr, ja. Also die Archer, das Das sind dann ist auch an. Nein. fürchterlich. Ein Die bisschen, Archer sind kann das richtig, nicht? ja. Ja, das Der eine doch. hat 3, der andere hat 6. So ist es. Passt, ja. Ja, jetzt passt. Jetzt passt, ja. Gut, na dann mache ich meine Bewegung. Nimm dir noch eine Erfahrung, Andi. Ja. Ah, danke schön. Und die beiden Karten sind discarded. Das war Initiative Discarded. 27. Stopp mal. Als nächstes sind die Archer dran. Achso, Entschuldigung. Ich bin Also, so dumm. der Archer, es ist nur einer durch. Oder? Eins. Ah Archer sind nein, zwei. zwei. Yikes. Zwei Archer. Okay, die schießen beide auf mich. Ja, entspann dich. Warte mal, bin ich in Reichweite oder müssen sie sich noch bewegen? Wir haben Attack minus 1, Range plus 1. Ich verstelle euch die Tür für eine Weile, weil ich werde immobilized. Wir haben Attack. Wir können ja trotzdem durchlaufen. Der Okay. Non-Elite hat 2 Attack und somit macht er nur einen Schaden und der Elite macht Also er 3 hat einen Schaden, An also A nicht. Angriff, also wir fangen mit Elite an, der Angriff zieht eine Karte. Jetzt hat er Angriff 2, ja. Zwei Schaden. Ich ziehe vom normalen Archer die Karte. Einen Schaden. Ich nehme 3 Schaden insgesamt von den beiden und ich bin immobilized. Ich mache das, ja. Ihr könnt den René-Zug machen. Na gut, ja, ich bewege mich hierher. Und dann mache ich drei Feuerangriffe auf den Bandit Archer 1, auf den Elite Archer 1, auf den Bandit Guard 5 und auf den Bandit Archer 1. Womit soll ich anfangen? Also ich mache, ich sollte mich entscheiden, wen ich zuerst angreife, weil für die ersten zwei Angriffe kriege ich plus 2 noch. Von meinem Ja, Critical da solltest du wirklich anschauen, wen du vielleicht killen kannst. Aim. Wie viele Punkte haben die? Wo sind denn das? 5, 7 und der Bandit Guard hat. Bandit Guard 5 hat nur noch 3 Lebenspunkte. Nein, Bandit Guard Ja, 4 den hat nur hat. 3. Ja, der was gleich neben dir steht. Ja, Der okay, Ecke. die sind umgekehrt. Darf ich das so machen? Ich
schaffe es nämlich nicht, die Schrift zu ändern. Der bei der Tür hat 3 und Ja, der andere alles hat klar, wir haben 6. das verkehrt rum gemacht. Ja. Gut. Hat irgendjemand von denen ein Schild? Die Bandit Guards haben ein Schild, oder? Alle beide durch die Mhm. ihre Gut, also auf Monster jeden Fall Ability Card. den Archer Monster 1 werde Ability ich Card. versuchen umzubringen. Das heißt, bei dem werde ich ein Plus 2 mir nehmen. Und ich würde fast sagen, beim Bandit Guard nehme ich auch ein Plus 2 und beim Elite Archer nehme ich nur ein Plus 1. Nehme ich nur den normalen Angriff. Ist das okay für euch? Oder was sagt ihr? Ich glaube, das ist gut so. Ne? Ja, Ja. dann greife ich mal den Bandit Archer 1 an. Wobei, warte mal, die Archer sind ja schon erledigt, das mal für die Runde. Das wäre dann nächste Runde und wir würden dann reinspringen wahrscheinlich. Und du hast noch zwei. Übrigens, nee, mir fällt noch etwas auf, was dein Plan ein bisschen kaputt macht. Die Artillery Elite 4 erreicht dich nicht. Das heißt, du wirst nur einmal angegriffen und damit nur einmal, Ah, nur eine shit. Nutzung. Ich bin nicht. Aus. Oh, Ja. verdammt, ich bin gerade disconnected. Wir Warte mal hören jetzt dich ganz aber. kurz. Hallo? Doch, disconnected. Ich höre dich. Ja. Ich Ja, der sehe es Chat nicht. geht noch. Ich bin auch disconnected. Okay. Hartner, du bist vielleicht nicht Hört erreichbar. sie Ja, du bist mich? nicht erreichbar. Ich höre dich, Wir ja? hören dich, Ja. aber du bist nicht beim Spiel. Warte, ich schau mal kurz, ob ich wie mit der Internetverbindung was habe. Das Spiel ist Kannst du erst nicht gar nicht haben, mehr sonst würden da. wir nicht hören. Ja. Nee. Hartmann, du bist draußen, ja. Ich habe nichts angezeigt, es ist nicht funktioniert. Wir brechen an der Stelle ab, dann würde ich sagen. Ja. Ich schreibe das, ich schreib in den Notes hinein, dass der René dran ist und wo wir sind. Es Das ist liegt eh okay. alles, genau da. Ich Das durfte ist mir sehr Überlegungen recht, reinnehmen, weil die wir ich bin gehabt eh haben. schon bei über einer halben Stunde und müde bin ich auch schon. Ja. Okay. Okay, Also dann. übrigens, ich glaube, es wird knapp werden. Was?